sagte, wie sie Schnee wie Gelos werden könnte. Was soll ich machen? Da ging zu einem Jäger und sprach: Bring das Kind hinaus in den Wald. Ich will es nicht mehr vor meinen Augen haben. Du sollst es töten und mir Herz als Beweis mitbringen. Die Jäger führte Schneewittchen in den Wald, aber als er das Messer gesucht hatte, konnte er es nicht tun. Sie war zu schock. Stattdessen ließ er sie frei und sagte zu ihr: Du musst fliehen und dich verstecken. Du darfst niemals zurückkommen. Wenn du es tust, wirst du sterben. Er brachte dann der Hirsch eines Resmi, welches von Kopf zu Rede und für die Königin gegessen worden war. Schneewittchen war so beautiful, dass sie auf einem der Betten in Schlief. Bald danach kamen die kleinen Mädchen, die in dem Haus wohnten, zurück. Es waren sieben Säuge, die im Bett waren arbeiteten. Sie sahen Schneewittchen schlafen auf dem Bett, sie flatterten.